Ja, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute geht es einmal um eine Systemeinstellung in Windows 10, die bei manchen Usern zu Verwunderungen führt, beziehungsweise zu der Frage, wie sich denn plötzlich eine Systemeinstellung ändern kann, obwohl man doch eigentlich gar nichts geändert hat. Und zwar geht es hier um eine Cursor-Einstellung. Um dir dies zu zeigen, öffne ich mal ein Word-Dokument. Und möglicherweise fällt dir hier auch sofort dieser blinkende fette Cursor auf, der hier eigentlich so nicht normal ist. Normalerweise sollte ja hier ein kleiner, schmaler Strich stehen, der für die Position im Text verantwortlich ist. Wie kann es nun passieren, dass sich plötzlich diese Cursor-Anzeige hier so ändert? Das kann beispielsweise passieren, wenn mal dein Computer abstürzt und dadurch irgendwelche Einstellungen durcheinander geraten. Oder Updates installiert werden, die nicht so korrekt programmiert wurden. Oder es hat vielleicht einfach jemand anderes in deinem Computer aus Versehen diese Einstellung geändert. Das kann ja natürlich auch sein. Wie kannst du also nun diesen Cursor wieder auf seine Standardbreite bekommen? Das musst du über das Center für die erleichterte Bedienung tun. Denn so ein breiter Cursor ist eigentlich mehr für die Leute gedacht, die nicht so gut am Computer sehen können und hier gewisse Sachen einfach etwas größer haben wollen. Und das hat Microsoft in der Regel alles im Center für erleichterte Bedienung reingepackt. Das Center für erleichterte Bedienung öffnest du ganz einfach, indem du mal im Suchfeld erleichterte eingibst und dann hier oben das Center für erleichterte Bedienung auswählst. Hier gibt es nun diverse Einstellungen, um ein erleichtertes Arbeiten am Bildschirm zu ermöglichen. Unsere gewünschte Einstellung finden wir hier unter Erkennen von Bildschirmobjekten erleichtern. Und dann scrollst du mal ein klein wenig runter, bis du hier in diesem Bereich bist, Erkennen von Elementen auf dem Bildschirm erleichtern. Und die Einstellung, die wir suchen, ist die Breite des blinkenden Cursors. Hier legst du diese fest, falls sich diese, wie in meinem Beispiel hier, geändert hat, warum auch immer das passiert ist. Die Standardbreite ist 1, also wähle hier die 1 aus. Jetzt siehst du hier auch im rechten Bereich gleich eine Vorschau des Cursors, wie er denn nun wieder aussieht. Klickst dann ganz einfach auf Übernehmen und auf OK. Damit schließt sich wieder das Einstellungsfenster. Und wir schauen gleich mal in unserem Word-Dokument, ob sich denn der Cursor auch wirklich wieder geändert hat. Jawohl, jetzt haben wir wieder einen normal blinkenden Cursor, der nicht zu breit ist. Diese Einstellung wirkt sich übrigens nicht nur hier auf Word aus, sondern auch diverse andere Textverarbeitungstools bzw. Anwendungen, wo du etwas schreiben möchtest. Ja, das war's dann auch schon wieder. Vielleicht ist das ja bei dir auch schon mal passiert. Vielleicht brauchst du ja einmal diesen kleinen Tipp, um die Cursor-Einstellung wieder anzupassen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wenn du gerne möchtest, vergiss nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Und falls du noch nicht unseren Kanal abonniert hast, dann klicke einfach unten rechts auf den Abo-Button, um auch keine zukünftigen Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.